Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Gloomhaven im Kampagnenmodus. Wir befinden uns gerade beim Ruinous Rift mit der guten Hale, die wir im letzten Level erfolgreich durch die vergessene Krypta einmal durcheskortiert haben. Das Level besteht gerade dabei, dass wir 10 Runden lang sie beschützen müssen, während sie hier mit diesem Räuchergefäß den Riss schließt. Und wie ihr seht, sind wir hier auch gut dabei. Die ersten 5 Runden liefen gerade grandios. Wir haben ziemlich gut gekrittet. Der Feuerdämon, der gespawnt war, ist einfach komplett aus den Latschen gekippt. Und den Sonnendämon haben wir auch gerade einfach komplett exterminiert. Wir haben jetzt, das nächste Problem ist aber quasi wieder ein Winddämon. Ich meine, hier kommt zwar wieder gleich ein Sonnendämon und ein Frostdämon, aber die Nervensäge ist quasi der hier. Und den können wir theoretisch wegtanken. Wir haben fast noch alle Karten, das heißt, ich sehe an der Stelle nicht unbedingt, wie wir das noch großartig verlieren. Aber wir sollten natürlich wie immer nicht den Tag vor dem Abend loben an der Stelle. Und schauen dementsprechend mal lieber darauf, dass das jetzt hier hoffentlich nicht ganz so dramatisch schlimm für uns wird. So, wir können den Kollegen stunnen, wenn wir Eis hätten. Also wir können ihn auch ohne Eis stunnen, wie wir hier gerade sehen. Das ist vielleicht sogar gar nicht so verkehrt. Dann könnten wir nämlich danach mit Feuer und Eis noch wen anders stunnen. Haha, hier ganz coole Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Wir können die Pappnase da hinten einmal stunnen. Und den Stun sogar theoretisch auf 2 Schaden boosten. Ich glaube, was Besseres können wir auf der Unterseite gerade nicht wirklich machen. So, bleibt nur noch einer übrig, mit der irgendwas Sinnvolles machen sollte. Crushing Grasp bringt uns an der Stelle nichts, weil wir an den Gegner ran müssen. Das heißt, wir machen einfach die Combo und dann lassen wir uns überraschen. So. Winddämonen wollen sich unsichtbar machen. Aber nicht mit uns. Hard Hitting. Fernkampf, gut, dass wir den stunnen wollen an der Stelle. So, heißt, wir kritten einfach easy mit 2 Schaden auf 2. Den hätte ich mir natürlich an der Stelle gewünscht. Aber so ist das manchmal. Immerhin ist er gestunnt und hat schon mal 50% Leben weg. Dann kommt das auf den. Fluch ist leider noch drin. Unsere mal 2 nicht, wie wir gerade feststellen. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir den Kollegen einmal rüberziehen, dass wir mehr AOEs treffen können. Wir werfen wahrscheinlich eh eine Karte an der Stelle ab. So, aber jetzt in der richtigen Reihenfolge. Erst das. Und dann das. Das ist gut, dass wir den Patzer wieder raus haben. Wobei das Problem ist immer, wir ziehen unseren eigenen. Das ist tatsächlich ein bisschen suboptimal. Oh, und dann können wir aber tatsächlich den Move machen. Und den auch noch stunnen. Macht zwar nicht ganz so viel Schaden. So, hier kommt der Sonnendämon. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir bewegen uns mal komplett auf diese Seite. Und dann fällt mir auf, hätten wir es auch anders machen können, dann hätten wir theoretisch auch uns vorher reinbewegen können, ist ein Schaden, den wir jetzt nicht gemacht haben. So, Flammendämon, Nachtdämon. Ihr seht schon, nach den ursprünglichen Anfangsrunden, wo immer nur ein Dämon gekommen war, kommen jetzt schon ein paar mehr. Ist das da hinten eigentlich ein Feld? Ja, also theoretisch können sie... Ah, wollte schon sagen. Können sie hier hinten durch. Die Steine hier liegen quasi perfekt, wenn die Nahkämpfer, die wir sowieso eigentlich nicht haben wollen, da gemütlich hinkommen. Wir haben Erde drin. Der Erde können wir gerade leider gar nicht so viel machen. Wir können die aber davon abhalten, uns auf die Nerven zu gehen. Wir können aber auch einfach probieren, sie festzuhalten. Das ist vermutlich die bessere Option. Und unserer Magierin direkt ihre Karten wiedergeben. Ja, also ihre Karten ist übertrieben, aber dann können wir ihr die Fire Orbs wiedergeben. Dann haben wir nächste Runde noch einen Zug, den wir machen können. Und hiermit haben wir leider keine Zeit, groß was zu machen. Wir wollen unbedingt
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur einen Angriff brauchen? Nicht so hoch, oder? Das heißt, es ist vermutlich nicht verkehrt. Conditions haben wir nicht. Den zu machen und als Angriff beizuspielen. Schauen wir, ob sich das gelohnt hat. Könnte der Fall sein. So. Sieht gut soweit aus. Und da wir jetzt nicht mehr patzen können, haben wir eine sehr hohe Chance an der Stelle, dass wir direkt wieder einen Gegner weniger haben. So. Da regelt natürlich Vorteil, muss man einfach so festhalten. So, die beiden können wir einmal CC'en. Und unserer Magierin ihre Feuerorbs wiedergeben. Natürlich wäre es auch cool, wenn wir irgendwie das Item wiedergeben könnten, weil das natürlich dann den größten Effekt hat. Einzig Blöde ist tatsächlich, dass uns... Egal. Dass uns der Feuerdämon tatsächlich, denke ich, große Probleme, vor allem, weil wir auch kein Gift gerade drauf kriegen. Das heißt, wir könnten es mit so einer sneaky Combo probieren, wie mit ihm irgendwie zu stunnen. Und dann zu schauen. Da er Vorteil hat mit Reichweite 3, sollten wir uns vielleicht so hinstellen, dass wir den Angriff kontern können. Das können wir aber auch von hier aus. Dann können wir ihn theoretisch für nächste Runde... Ne, der wird ja gleich weglaufen, wenn er Fernkampf nehmen will. So, das ist eine der Situationen, wo es wahrscheinlich gar nicht so unklug ist, eine Karte zu verbrennen bei 8 Schaden. Eigentlich sehr interessant, dass wir die Gegner mit dem meisten Damage quasi versuchen umzusäbeln. Aber, naja, so ist es manchmal. Das heißt, wir machen das. Und dann rennen wir weg. Klappt nicht, wir rennen ran und hauen drauf. Das schreit ja eher nach einem... Ja, das schreit eher hier nach. Das wollen wir behalten. Die eigentlich aber auch. 1, 2, 3. Mit Rumbling Advance und Boulder können wir hier was machen. So, das ist jetzt theoretisch eine gute Gelegenheit für den Crankbow, aber nicht, wenn wir verwirrt sind. Stattdessen würde ich sagen, ist das eher eine Gelegenheit hierfür und für irgendwas anderes. Dann kommt das hinterher. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Haben wir eine Unterseite, mit der wir jetzt arbeiten können? Wie es aussieht, nicht. Wir können ihn aber stunnen. Das Problem ist nur, der Kollege hat einen Retaliate von 3 mit jedem Angriff, den wir draufsetzen. In anderen Worten, könnte suboptimal sein. Das heißt, wir sollten uns vielleicht vorher heilen, um ihn dann zu stunnen und hoffen, dass er nicht vor uns dran ist. Das ist okay. Das ist nicht okay. Ach, deswegen hat sie nur 7 Leben. Die hat schon einen Hit gekriegt. Wahrscheinlich von dem Kollegen, der jetzt 3 Leute angegriffen hat. So, Katzen feiern Partys mit einem Karton. Falls ihr es gehört habt. Wenn nicht, dann ist auf jeden Fall schön anzusehen. Der nervt und kommt raus. Der bleibt stehen. Okay, das heißt, wir machen den Move. Wir machen den Move. Diesmal sogar mit Trank, wenn wir schon dabei sind. Und wir sind einfach die Besten. Wieder ein großes Problem weniger. Das ist schön, wenn das Spiel mal so läuft, wie ich das möchte. Und nicht... dass wir links und rechts quasi Sachen ins Gesicht geworfen kriegen und denken, warum?
einfach warum. So, Erde sollten wir eigentlich nicht reinwerfen, aber egal wie wir es machen, wir werden Erde reinwerfen. Das heißt aber, wir können die Erde wenigstens schlau reinwerfen. Und zwar nach hier. Dann kriegt ihr nämlich auch noch einen Schaden. Wir müssen nur aufpassen, dass Hehl nicht drauf geht an der Stelle. Das sieht besser aus, als ich gedacht habe. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, um hier zu tanken. So, für sie ist das hier ziemlich blöd, wenn wir da natürlich in der Ecke stehen. Aber ja, für sie vor allem, weil wir uns nicht bewegen können. Wir haben auch keine Brille an der Stelle. Naja, dann sei es drum. Oh, ein 5er-Angriff ist gar nicht so schlecht. Also heute, ich kann mich nicht beschweren, muss ich sagen. So gern ich mich beschwere, hier geht es ausnahmsweise nicht. Die kassieren ja sowas von. So, langsam wird es voll. Ja, was ist denn gekommen? Ach hier, der nächste freie Platz ist anscheinend da gewesen. Interessant. Ach nee, der ist da hinten, wäre der gekommen. Okay, dann ist alles okay. So, wie machen wir das am dümmsten? Ah, unser AOE-Angriff hat sich erledigt an der Stelle. Das heißt, Hit and Run. Short Resten ist an der Stelle, denke ich, besser. Die Karte behalten. Dann brauchen wir einen Heal. Mist, Stamina Booster ist schon raus. Das heißt, wir haben nur den Heal. Und das zum Karten wiedergeben. Wir können uns nicht bewegen. Das heißt, wir können nur immobilisieren und einen Gegner angreifen lassen. Haben wir ja doch eine gute Option. Wir sollten auf keinen Fall irgendwie rasten in dem Level. Oh, hohoho. Das könnte ein extrem guter Zug werden. So. Du machst Fernkampfangriffe, ist uns möglicherweise, finden wir nicht gut. Heißt, wir immobilisieren dich. Und weil du einen Grundschaden von 5 hast. Ah ne, das ist ja mal wieder egal. Das heißt, wir machen trotzdem den hier. Auf ihn hier. Einmal schon mal ein bisschen Aua. Wir heilen vorsichtshalber mal Heil. Und geben Crackheart direkt seine zwei Karten wieder. Dann kann er auf jeden Fall, egal was da hinten jetzt kommt, kann das auf jeden Fall aushalten. Eis ist damit weg. War vielleicht nicht der schlauste Move an der Stelle. Andererseits, wir haben keine Erde drin. Das heißt, es gibt nur einen Angriff. Das heißt, wir gehen mal nach hier und können damit eventuell. Ja, den Erddämonen wegklatschen. Da kommt von der Seite schon mal kein Angriff rein. Move, move. Und wir machen quasi den hier. Im schlimmsten Fall bleibt es nämlich so. Der will pushen, der will angreifen. In der Reihenfolge, dass das eigentlich blöd ist. Das heißt, wir müssen nach hier gehen, um Karten abzuwerfen in die Runde. Das ist aber okay. Pushen können sie uns nicht.
So, jetzt wird leider abgeworfen. Heavy Swing geht raus. Ach, die bewegen sich gar nicht. Ich habe zweimal Move gelesen. Wieso haben wir uns denn daneben gestellt? Ach du meine Güte. Ja. Die hauen ordentlich zu. Ich habe das Gefühl, wir haben uns die runde Erde reingelegt. Ja. Damit unser Crackheart gleich tot und das eine Battle Goal ist damit schon außer Reichweite. Aber wir müssen nur noch diese einzelne Runde überleben. Das heißt, wir langrasten ein. Ach, können wir nicht. Hä? Das heißt, wir machen das. Wir können jetzt raushauen, was wir noch haben. Das heißt, wir können ihn komplett voll halten und das eventuell vermeiden. Das heißt, es lohnt sich an der Stelle auch hier zu short resten, um das zu machen. Also möglichst quasi jetzt keine Karten verlieren. Das heißt, wir können, beziehungsweise so, dass wir alles abwerfen können. Das heißt, hier haben wir eine gute Oberseite noch. Und hier eine gute Unterseite zum Raushauen. Das ist besser. Und doch das Arm können. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit den Kollegen an. Aber ich meine, die greifen schon mal nicht an. So, wer greift denn die Runde an? Nein. Ja. Ja, aber ne. Und er auch. Genauso wie er. Kriegen wir jemanden tot? Ja, also wenn, dann da hinten. Haben wir noch unsere Schuhe? Nein. Dann hat sich das erledigt. Wir gehen nach hier. Wir greifen den mal an. Gönnen uns damit noch 4 Erfahrungspunkte. Mit Reichweite 5. Wer hittet am härtesten? So. Jetzt aber nicht mehr. So. Dann boostern wir quasi einmal im wahrsten Sinne des Wortes unseren Crackheart einfach mal für 4 Erfahrungspunkte auf Level 10. Auf Level 10, um 10 Lebenspunkte. Können noch einen Angriff machen an der Stelle. Das Witzige ist, jetzt haben wir so langsam gespielt, dass wir tatsächlich nicht 13 Erfahrungspunkte knacken an der Stelle. So. Ist aber nicht ganz so dramatisch. Wir können uns hier noch einmal heilen. Und ihm hier noch ein bisschen Erde zu geben, auch wenn das die Runde nicht braucht. Münzen haben wir nicht. Movement skippen. Fertig. Und jetzt nur noch einmal fix durchhalten. So, das sieht nach einem ziemlich harten Hit aus. Heißt, wir hauen unsere letzten 2 Karten raus. Und da wir dann in Runde jetzt, denke ich, überleben, so wie es ausschaut, mit allen Charakteren, kriegen wir auch das Battle Goal. Ja, haben wir es. With hair raising intensity, you look to her, afraid that more demons got past you and are attacking her. Instead, you see her pulling her hand back out of the rift. Her forearm is withered and smoking. As her gnarled fingers clear the chaotic energies of the rift, it wavers and begins to shrink. A great wind picks up in the chamber, and the demons fighting with you show fear for the first time. Instead of digging their claws into you,
they grab at the stone floor, desperate to stop the pull of the rift. Their efforts are futile, however. Every last one is sucked back into their own plane. The tear shrinks to one brilliant point and disappears. Hale collapses, and you run to her side. Oh, don't mind me, she coughs. I'll be fine. This old body has seen far worse. She breaks into a fit of coughing that soon turns into laughter. That really was something, though, wasn't it? If there's one thing I can depend on you for, it's a challenge. Here, help me up. I need to get back to Gloomhaven immediately. I have many new thoughts for my research. Now, feel free to come by any time, and I'll figure out some way to properly thank you. Das hört sich doch schon mal gut an, wenn sie uns bedanken will. Dann gucken wir einmal in den Graphen. Mein Ziel tatsächlich hier mit dem Single-Target-Damage auf die wirklich nervigen Ziele komplett on point. Dadurch, dass wir die Magierin sehr langsam gespielt haben, ziemlich underwhelming, wobei die natürlich auch deutlich mehr aufblüht, wenn wir mehr Gegner haben, also mehr Gegnerhorden haben. Witzigerweise wurde sie ausnahmsweise nicht ein einziges Mal gehittet. Heal ist okay, Gold haben wir auch ein bisschen mitgenommen, Erfahrungspunkte, naja, sind wir tatsächlich dementsprechend deutlich zurückgeblieben. Haben aber mit jedem anderen dafür das Ganze geschafft und auch zwei Perk-Punkte an der Stelle dann, die wir gleich verteilen dürfen. Gold für jeden, ein Prosperity, 10 Erfahrungspunkte. Ja, und das ist der Shop Nummer 2. New items are now in stock. Swing by my stand next time you're near the new market. So. Wieder ein Fortschritt. Okay. Haha. Das ist jetzt interessant. Und zwar, wir haben jetzt jeder 100 Gold gekriegt. Das ist aber eigentlich nicht korrekt. Sondern an der Stelle würde man 100 Gold kriegen, die an dieser Stelle sofort in Verzauberungen umgewandelt werden müssen. Also das ist nicht optional, das ist ein Muss. Und dadurch, dass sie natürlich hier das Verzauberungssystem noch nicht auf dieses permanente, persistente System umgemünzt haben, hat sich das natürlich an der Stelle erledigt. Und wir kriegen einfach jeder 100 Gold. Was natürlich ziemlich... Also wir versuchen das jetzt auch so gut wie es geht auf Verzauberung auszugeben. Weil es wäre so ein bisschen geschummelt, weil wir natürlich mit den Items gerade oft jetzt vor allem am Anfang deutlich besser fahren. Das heißt, wir leveln lieber erst einmal auf. Wir kriegen Rockslide, die Karte, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Und Kinetic Assault, eine Karte, wo wir oben mal einen Move mit einem Angriff haben. Was auch nicht schlecht ist, aber wir nehmen Rockslide. Und zwar aus dem Grund, dass ihr, wie ihr oben seht, wir können 3 Steine fallen lassen. Und die machen einfach 2 Schaden an allem, was dran steht. So, und ihr könnt euch schon denken, warum die Karte gut ist. Sie ist nämlich quasi die bessere Version von Avalanche. A, weil wir es auf der Oberseite haben. Und B, weil wir damit quasi Schaden machen, der einfach wieder straight durch Schilde geht. Das heißt, alle Gegner, so wie wir gerade gesehen haben, die Dämonentypen, können wir damit einfach komplett wegklatschen. So, wir ignorieren Szenario-Effekte, weil das besser ist als die Nullerkarten. Weil wir trotzdem, wenn wir die Nullerkarten rausnehmen, laufen wir gerade in eine höhere Chance rein, Minuskarten zu ziehen. Und deswegen zögern wir das noch ein bisschen raus, würde ich sagen. Machika kann auf Level 5. Das bedeutet Chromatic Explosion. Ein Element von allem, was an der Stelle noch ganz okay ist, aber nicht das, was wir brauchen. Mangels guter Optionen an der Stelle nehmen wir Engulfed in Flames. Weil wir sie quasi jetzt gerade so bauen müssen, dass wir quasi safe, also das heißt safe, also so, dass wir sie spielen würden, als wäre sie tatsächlich alleine und hätte auch dementsprechend keine Kombos oder ähnliches. Das heißt, wir schmeißen
An der Stelle würde ich sagen, erstmal Crackling R raus und nehmen Engulfed in Flames mit. Dann haben wir nochmal einen Angriff, wo wir auch Feuer noch im Nachhinein kriegen, um das Cold Fire zu boosten. Und hier wiederum ist es so, wir haben so viele Pluskarten, dass es sich hier theoretisch lohnt, die Nuller rauszunehmen. Wir könnten aber auch stattdessen anfangen, mehr Pluskarten, also noch mehr Pluskarten reinzunehmen. Und allem voran ist es vermutlich sinnvoll, die Wunde mitzunehmen, weil wir Wunden permanent Schaden über Zeit anrichten können, was uns gerade noch so ein bisschen fehlt. Außerdem müsst ihr irgendjemand noch einen Perkpoint haben. Hieß es das nicht, dass wir noch welche kriegen? Oder haben wir nur einmal einen Perk gekriegt? Oder das System hat das nicht verrechnet gehabt, dass wir das eine Mal so viel abgezogen gekriegt haben. Es wurde uns falsch angezeigt. Oder ich habe es gerade einfach nicht mitgekriegt, dass wir die irgendwie schon ausgegeben hatten. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt noch den ganzen Extrakram durch wie verzaubern. Rockslide können wir nicht verzaubern, ist schade. Wir können aber Clear the Way einen zusätzlichen Angriff verpassen, wenn wir natürlich den Krater wieder rausnehmen. Und da wir jetzt versuchen quasi zu werfen und dann wieder zu werfen, ist sowas echt nice. Hier drüben, Restorative Mist, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, dass wir das so lassen, weil wir ihn gerade halt einfach ein bisschen auf Heal spielen. Das heißt, wir haben auch folglicherweise kein Schadensproblem. Aber mit dem Stamina Booster können wir uns dann theoretisch noch ein Bless reingeben, also noch zusätzlichen Crit. Das heißt, das nehmen wir mit. Hier drüben können wir auf die Fire Orbs endlich ein extra Damage packen. Damit ist unsere Korg-Angriffskarte, die wir theoretisch mit dem Stamina Booster von Cole spielen können. Das ist das Stamina Booster. Ja. Extrem sick, weil wir dann halt zweimal insgesamt 12 Schaden mit der Karte machen können. Und hier drüben ist natürlich das, was gebufft wird, sind unsere guten Angriffe. Das heißt, wir buffen. Wo haben wir es? Ich habe es doch eben gesehen. Ach, ganz oben. Submissive Affection. Mit einem. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob wir hier überall Angriffe draufpacken sollten. Lass uns nochmal ganz kurz anders gucken. Wir können hiermit tatsächlich. Das spielen wir einmal. Das heißt, hier etwas drauf zu packen, lohnt sich nicht wirklich. Hier ist ein Blade, benutzen wir sehr häufig. Und die anderen Karten sind eher dann als plus 2 auszulegen. Das heißt, wir könnten hier eine Wunde draufpacken. Dann haben wir noch 50. Die Karten sind zu stark, dass wir da großartig was drauf kriegen. Ah, wir können hiermit noch einmal. Wieso geht es nicht? Ach, wir haben nur einen Enchant. Nee, wir haben. Was? Sind die Gruppen weit? Nee. Also hier sind zwei Karten verzaubert. Hier sind auch zwei Karten verzaubert und hier. Ah, wir dürfen nur zwei Karten verzaubern. So machen sie das dann. Okay. Hier theoretisch hätten wir noch eine, aber keine Kohle. Das heißt. Schauen wir an, was wir Neues haben. During your turn, refresh one of your consumed items. Das wäre natürlich ziemlich sexy auf ihr, um den Bogen wieder zu kriegen. Andererseits ist dann unsere Goal-Ding raus. Cloak of Pockets. Zwei zusätzliche Tränke. Battle Axe, Single Target Melee Attack and this. Wir spielen kein Melee, also nicht unbedingt. Wir könnten damit quasi einen Cleave machen, brauchen wir nicht zwangsläufig. Weighted Net, Immobilize, Boots of Speed, Minor Mana Potion, Stun Powder. Okay, es ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das will ich unbedingt haben. Andererseits ist es so, dass wir hier auf jeden Fall mit ihr einen Angriffstrank kaufen sollten, weil wir mit den ganzen AOEs möglicherweise die Chance haben, da extrem gut reinzuhauen. Cole hat gar nicht so viel Sachen, aber damit könnten wir den
den Ring doppelt benutzen. Das könnte eventuell ganz praktisch sein. Und hier, ja, können wir machen. Mangels Alternativen. Lass uns das einfach mal machen und schauen, wie sich das dann entwickelt. So, Kopf brauchen wir erstmal noch nicht, wobei wir natürlich ihr auch die Brille aufsetzen könnten. Aber ich denke, wir haben da genug Möglichkeiten, uns das selbst sozusagen zu geben. So, wir haben keine weiteren Quests gekriegt, wenn ich das richtig sehe. Das bedeutet, ich denke, wir wären jetzt bereit, uns das nächste Mal nochmal am Inox Encampment zu probieren. Diesmal hoffentlich erfolgreicher als beim letzten Mal. Aber ich mache an der Stelle tatsächlich auch Feierabend. Das heißt, ich habe noch Bedenkzeit, ob wir das machen wollen oder nicht. Und dann lassen wir uns einfach überraschen, wo es das nächste Mal hingeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder ein Abo oder am besten beides da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.